Hallo Leute und willkommen zurück zu Red Dead Redemption. Wir sind hier gerade in Mexiko und das ist der beste Platz, wo man sein kann nach dem 8. November. Zumindest, wenn man zuvor in den USA war. Ja. Ich glaube, die Wahl hat mittlerweile jeder mitbekommen, das Ergebnis auch. Hoffen wir mal, dass es irgendwie trotzdem noch einigermaßen erträglich sein wird. Denn alle Prognosen sagen was anderes. Hier hatten wir ja eine Frau, die von ihrem Mann, nehme ich mal an, gepeinigt wurde. $200 sollen wir zahlen, um sie freizukaufen, und das tun wir jetzt. Take the damn money, you bastard. She's all yours, okay? Enjoy her. Gracias, señor. Thank you. Will you miss me, mi amor? What are you going to do now? I will go to Las Hermanas. The sisters there will help me. Besuche in ein paar Tagen das Kloster in Las Hermanas. Ja, das ist eine geile Sache. Da kann man immer wieder die Sidequests auch weitertreiben. Und wir haben Ruhm geerntet. Ja, aber nicht so viel, ne? Ernte, Ehre sollten wir dafür aber bekommen. Und das ziemlich viel eigentlich. So, kurz mal unser Pferdchen hier rufen. Ist es außerhalb der Gemäuer? Jawohl, dann gehe ich auch mal darüber. Hallöchen. Na, komm her, Kleiner. So, und als nächstes Ziel nehmen wir entweder Luisa hier in Angriff oder aber... Na, hier kann ich noch nicht hin. Da brauche ich erstmal die Zutaten. Mich irritiert so ein bisschen, dass das Fragezeichen schon lila ist. Das signalisiert so ein bisschen, dass man da schon hingehen könnte. Aber ich bezweifle es eigentlich. Hier wird mir ein anderer Weg nahegelegt. Ja gut, ich kann auch einfach so zack rüber. Da muss ich gar nicht groß wenden oder so. Ja, die Wahl kam jetzt und es hat sich so ein bisschen gezeigt, dass sich im Moment sehr, sehr große Überraschungen durchsetzen, sage ich mal. Ich möchte da auch nicht irgendwie zu viel reden und ja, meine Güte, im Endeffekt ist es eine Wahl in einem fremden Land und natürlich hat es auch Auswirkungen auf Deutschland zum Beispiel, aber man muss die Entscheidung auch akzeptieren, respektieren. Aber was ich auch interessant finde, ist, genau wie beim Brexit, sind auch bei der Wahl jetzt die jüngeren Leute tendenziell für Clinton gewesen, was ja immer wieder als das kleinere Übel gesehen wird. Ich werde da jetzt irgendwie nichts großartig bewerten. Ich finde es irgendwie eher bedenklich, dass zwei Leute, die irgendwie anscheinend nicht ganz so koscher sind, also ganz neutral jetzt gesehen, beide hatten irgendwie Dreck am Stecken, dass die beiden die einzigen beiden Kandidaten sind, um ja, ein Land zu repräsentieren, welches über Atomwaffen verfügt und welches somit die größte Macht der Welt ist, neben China und Russland und vielleicht auch irgendwann Indien. Im Moment würde man sie natürlich noch höher einschätzen, denke ich zumindest mal, dass man die USA höher einschätzen könnte als Russland und China, aber im Endeffekt, ja, dass zwei Leute, die absolut nicht dafür geeignet sein sollten, dass die beiden, ja, die einzigen beiden Kandidaten sind. Das ist schon irgendwie ein bisschen traurig und, ja, weiß nicht. Ich schaue ja auch gerade zum Beispiel The Walking Dead, da werde ich nichts spoilern, aber da setzen sich häufig ja auch die Leute durch, die dann irgendwie auch über Leichen gehen und das teilweise im wahrsten Sinne des Wortes dort. Gut, so schlimm ist es bei den beiden natürlich nicht, aber da denkt man sich auch, wenn man die Serie guckt, denkt man sich schon, okay, warum lässt man jemandem das Zepter in die Hand geben, der offensichtlich kein guter Mensch ist? Ja, und dann guckt man sich die Realität an und denkt sich, ha, Walking Dead ist gar nicht so weit entfernt davon. Oh, kurz bevor wir das Ziel erreicht hatten, oder was? Ja, wo ist denn deine Kuh? Achso, da. Steig auf die gestohlene Kutsche. Ja, deswegen, weiß nicht. Man sollte aber erstmal warten. Man sollte erstmal warten, was... Oh Gott, nicht auf dein Pferd steigen, du Horst. Man sollte erstmal abwarten, was sich denn verändert und wie sich das Ganze verändert. Im Endeffekt, gesagt wird viel, und zwar immer.
und was getan wird, das ist immer eine ganz, ganz andere Sache. So, haben wir gerne gemacht. Also wie gesagt, gesagt wird viel. Trump hat sich jetzt auch zum Beispiel in seiner Präsidentschaftsrede sehr gemäßigt wieder geäußert. Da kamen jetzt keine irgendwie radikalen Ansichten oder so raus, aber warten wir einfach mal ab. Ich glaube sowieso, viele politische Strukturen sind sowieso so festgefahren, dass du da ein bisschen was anpassen kannst, aber auch nicht viel. Was teilweise gut, vielleicht aber auch teilweise schlecht ist. Also definitiv, denke ich mal, hat alles seine positiven und negativen Aspekte. Okay, los geht's. Muss ein Retter sterben? Oh Gott, Gott, was ist denn hier passiert? Mr. Marston! What's wrong, Louisa? I don't wait for myself, but for my country. Abram Reyes has been captured. He has? He was coming to meet me at Roca Madera. It's a very romantic spot. It was a beautiful night. Yet he was ambushed by patrol. My heart is breaking, but I cry for Mexico. Where is he being held? El Presidio. You know, in our hearts we are married already, but his family do not approve. How could they? When I am little more than a peasant girl. But that's what makes Abraham the man he is. He doesn't care for their bourgeois, snobbery, or elitism. He sees the real me. The woman. I'm sure. I'm going to go and rescue him or die trying. Oh, well, well. I don't think that's such a good idea. Ride with me to near the jail. We'll figure out how to rescue him. Mr. Marston, you're truly a friend of this land. So everyone keeps informing me. El Presidio is to the north. We must hurry. Who knows what they will do to him. Ach so, als Beifahrer. Okay, ich dachte schon, wir laufen da jetzt hin. Ja, ist im Norden. Ist nur ein paar hundert Meter entfernt. Ein paar hundert Kilometer. Come on! We haven't got time for this! Mal schauen, ob die beiden was zu bereden haben. Vielleicht reden die auch über eine Präsidentschaftswahl. Sie weinen für ihr Land. Das ist lustig gerade, weil... Ja, ein bisschen was könnte man übertragen. Okay, springen wir zum Zielort, denn anscheinend haben die sich nicht so viel zu erzählen. It is not far now. Are you ready? Also ein Gefängnisausbruch soll es sein. Ja, das gibt's auch immer häufiger, ne? In GTA 5 fällt mir das gerade ein. Uncharted 4 hatte so eine Szene, wo man aus dem Gefängnis raus musste. There it is. You have to find the way in. I'll do my best. There is a partially broken down wall. You should be able to scramble over it. Hurry, but please be careful. There are guards everywhere. If they see you, they will kill you both. Well, if he's alive, I'll try to make sure he stays that way. You can do this. You have God on your side. Good luck. Que Dios te proteja. Okay, wir müssen leise sein, scheinbar. Okay, hier ist irgendjemand. Oh, der ist da. Hier, wartet mal, der ist auf den Treppen, oder? Ja, da ist er. Okay, hier ist gerade niemand. Wow. Genau den meinte ich. Warum steht er die ganze Zeit auf aus der Deckung? Das ist ja total nervig. Okay, also...
Ey, ich sag's euch, ich drück nur die Schusstaste, ne? Ich schieße nur, aber er steht immer automatisch aus der Deckung auf. Okay, das ist wirklich nervig jetzt. Ist das ein Bug jetzt von der... quasi von der Xbox One-Variante, weil ich das jetzt auf der Xbox One spiele, oder war das immer so? Okay, jetzt geht er wieder in Deckung, schaut. Also, das habe ich jetzt... Hab jetzt konditioniert schon RB gedrückt. Dadurch bin ich aufgestanden, aber er wäre von selbst in Deckung gegangen. Ha, jetzt macht er es wieder. Okay, gut. Oh, die Kamera ist so träge. So, kurz mal hier Medizin genommen. Autsch. So, regulär kann eigentlich nur der Typ mich treffen von oben. Wenn ich gerade in Deckung bin. Oh oh. So, haut rein, Leute. Ja, gut. Ich weiß nicht, woher dieser Bug hin und wieder kommt, aber er ist nicht so cool, vor allem in so Schussgefechten. Da verlierst du gerne mal ein Leben. Das kostet halt Zeit. Luisa sent me. We have to meet her by the river. Okay? Luisa. The girl you're marrying. Oh, yes. Such a devoted thing. El amor de mi vida. Quick, find us a horse. You will have to ride. I am too weak. Kann ich nicht mein eigenes rufen? Das kommt nicht her. Boah, der Typ ist sogar zu faul zum Laufen. Komm her. Oh, ich habe da kein gutes Gefühl. Vor allem jetzt, wo die Musik anzieht. Ja, sie kommen. Exakt das meinte ich auch. Na komm schon, lad nach. John. Geht doch. Ich glaube, die hätten wir gar nicht killen müssen. Egal. Mein eigenes Pferd kann ich gerade nicht rufen. Okay. Nach der Mission dann. Your name, my friend? John Marston. No, the American who is working for Allende. I ain't working for nobody. I'm here because Luisa asked for my help. As I thought you were a friend of Allende's, I was planning on putting a bullet in your back. Well, try to resist the urge. How do you know my young lover, Laura? It's Luisa. I saved her life not so long back. I will not forget this, compadre. You will be rewarded. Money, women,
Luisa, if you want her. I'm here for two men, and that's it. You have been spending too much time with Captain De Santa. Very funny. Not like that. I'll explain later. I am free again. I will write a poem about this day. This is from a man who was tied to a post with a gun in his face a few minutes ago. I wish I could see Agenda's face when he finds out that I defeated 100 of his men. All you've done is get on the back of this horse, my friend, and you barely managed that. Was für ein Dummbabbler, ey. Ja, there she is. I remember her now. Mi amiga. Abraham, Mr. Marston. Oi. The revolution will live on thanks to you. Yes, indeed, young. You are as a brother to me. And my people need a man such as you to help our cause. My ranch is in Agave Viejo, and let me say, my brother, that we await you. Well, best of luck to both of you, but I need to find two men so I can return to America. No problem. I will help you find those men. And in return, you will win a people her freedom. Viva Mexico! ¿A dónde tú vas, bella? Bye, young. Vente conmigo. Tú sabes que en esta luz puedo ver el fuego en tus ojos. Laura, dame la fuerza para luchar. Okay, wir haben es verstanden. Ich finde es immer wieder interessant, dass man als Charakter von Rockstar Games spielen, dass man da immer, wo ist denn unser Pferd, dass man da immer so ein bisschen zwischen den Fronten steht und dass man immer sieht, dass keine der beiden Seiten wirklich gut ist, sagen wir mal. Der Typ gerade eben, absolut unsympathisch, wie ich finde. Weißt du, bietet seine Frau als Belohnung an. Erinnert sich noch nicht mal an den Namen. Ich verstehe auch nicht wirklich gerade, ob Luisa ihn wirklich irgendwie gekannt hat, großartig, oder keine Ahnung, ob. Also sie scheint einfach nur eine Affäre für ihn zu sein. Und es tut einem natürlich ein bisschen leid für Luisa, aber gut, das ist halt ein bisschen schwierig. So, ansonsten Eva in Gefahr. Da haben wir das Kloster jetzt. Und wir können mal zum Witzbold gehen. Warum mir nicht von Anfang an dieser Weg empfohlen wurde, weiß ich gerade auch nicht. Auf der Minimap. Ja, aber das ist halt echt interessant, weil wir sind sowohl bei den Revolutionären ein bisschen dabei, als auch bei den Leuten, die sie zu unterschlagen versuchen. Und im Endeffekt, ja, weiß man selbst nicht, wo man so gerade so steht. Oh, shit! Ah, diesen Screen sehen wir viel zu häufig. Das ärgert mich gerade selbst. Ich achte noch nicht mal genau darauf, was es ist, aber ich reite einfach hin und klar, wenn es Fieslinge sind, töten die einen. Hätten ein bisschen anders laufen sollen. Aber gut, was auch immer. Wo sind wir jetzt wieder rausgekommen? Ich hoffe, irgendwo in der Nähe. Ah, okay, gut, Moment. Chupa Rosa. Okay, liegt sogar näher dran, glaube ich. Haha, coole Sache. So, wo haben wir unser Pferdchen? Da ist es. Ach, schönes Ross. Aber im Endeffekt zeigt sich, jeder hat seine positiven und negativen Seiten. Keine Ahnung, in der Situation muss man halt auch sagen... Oh, was ist denn da unten los? In der Situation muss man halt auch sagen, da weiß man auch nicht so wirklich, ob man jetzt den Leuten, die die Revolution durchsetzen wollen, ob man denen auch hundertprozentig vertrauen kann, wenn es wirklich so Typen sind wie der von gerade eben, der Reyes. Ja, dann... ist ein bisschen schwierig, ne? Weiß man auch nicht,
wie der Typ drauf sein wird. Alle Leute, also viele Leute sind einfach nur Unbekannte und... Was haben wir hier? Oh. Der Kerl hat ein Raubkatzenproblem. Ist noch eine Raubkatze hinter ihm her, oder? Hey Mate, ich hab dich gerettet. Noch nicht ganz, aber... Boah, der zweite Treffer hat mega gesessen. Ay Dios, if you didn't kill the Lobos, I'd be in the tripa. Toma, and thanks. Tough one, ain't you? We all have problems, and we must solve them together, or we die alone. Jawohl, $5. Wichtiger ist aber das Fell, das wir gerade eingesammelt haben, von Luchsen. Ja, und das Fleisch kriegen wir natürlich auch. Was war das Erste, was wir bekommen haben? Das Fell, das Fleisch und die Klauen. Ah, okay. So, komm mal rüber, Kleiner. Okay, sehr interessant. Ich frage mich immer noch, ob man aus den ganzen Sachen noch was craften kann. Daran erinnere ich mich halt echt nicht mehr. Das ist ein bisschen her, dass ich das Spiel gespielt habe. Wie gesagt, trifft dich mit dem Sheriff in der Nähe der beschädigten Kutsche. Wie bitte? Was ist denn hier los? Ich dachte, ich soll zum Witzbold. Gracias, amigo. The pendejos killed two of my men and captured another. We must save him. La muerte viene disfrazada como el judicial bararino. I thought we were friends. When are you sending the men out to fight? Okay, dann geht's hier auf Befreiungsmission mal. Na komm schon, ich kann nicht auf ihn zielen. Oh Mann, viele kommen noch raus. Oh nein, oh nein, oh nein. So, in Deckung gehen. Oh, da links haben wir jemanden, den wir töten müssen. Erstmal alle anderen hier erledigen. Mit einem Schuss. Moment, hier ist der Anführer. Ach nee, das ist er. Boah, der Kopfschuss gerade eben. Boah. Tesoro Azul abgeschlossen. Okay, coole Sache. Also auch hier gibt's hoffentlich eine Waffe als Belohnung. Ein bisschen Geld dürft's auch geben. $20. Ja, geht.
Und wir dürfen eine Sidequest weiterführen. Der Witzbold, der exakt hier ist, aber eine Etage drüber. Und schon wieder gefesselt. Ah, da haben wir aber einen Behälter. Tja. Damn Sport. You really are someone to be riding the river with. I think you done outstayed your welcome down these parts, old Jimmy. I'd get out while the going's good. Oh, you're right about that. There is something about nearly dying several times that hasn't given the old muse the kick up the backside that I was expecting. I can't write a joke for a pile of fresh turd. No more this cowboy business for old Jimmy. I think I might take up music or war reporting. Der Witzbold abgeschlossen, zumindest den nächsten Teil. Mal schauen, wo wir ihn noch gefesselt finden. Bis jetzt ist er ja an jedem erdenklichen Ort aufgetaucht. Und ja, jedes Mal mussten wir ihn quasi befreien, losschneiden und wir haben es immer wieder geschafft. Aber es ist keine Garantie, dass wir es auch weiterhin hinbekommen werden. Ja, und als nächstes geht es zu einer Mission zu DeSanta. Und wenn es sich auf eine Mission zuspitzt und man keinen anderen Auftragsgeber mehr hat, dann bedeutet es in Rockstar Games Fällen meistens, dass jetzt irgendein wichtiger Story-Knotenpunkt kommt und dass es eine wichtige Mission jetzt sein dürfte, die auch wahrscheinlich recht krass sein wird. Also warten wir mal ab. In GTA 4 und 5 waren es ja auch immer sehr, sehr interessante Sachen dann. Da ist der Witzbold. Schaut einfach mal eine Kiste an. Sehr cool. Ja, da waren es halt auch immer wieder sehr interessante Sachen. Und da bin ich jetzt mal gespannt drauf, was wir genau erledigen müssen. Vielleicht DeSanta selbst, wer weiß. Wir werden es auf jeden Fall beim nächsten Mal dann sehen. Ich bedanke mich für heute herzlich fürs Einschalten. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Red Dead Redemption. Und bis dahin, euch eine gute Zeit. Haut rein.